kann ich den Markenwert oder auch den Erfolg mit der Marke eben steigern. Und dahinter steckt letzten Endes Markenentwicklung. Jetzt kann man auf unterschiedliche Weise Markenentwicklung betreiben. Man kann sich mal zusammensetzen intern und einfach sagen, lass uns mal drüber nachdenken, wofür wir stehen wollen und unsere Identität mal definieren. Das kann man machen. Da kommt in der Regel nicht immer das beste Ergebnis dabei raus, wenn man aus dieser internen Sicht heraus seine Marke definiert. Warum? Mit der Marke will man ja am Schluss vor allen Dingen extern im Markt Erfolg haben. Das heißt, die allerwichtigste Grundvoraussetzung dafür, um seine Marke auch wirklich objektiv zu entwickeln, ist erstmal zu fragen, wie werden wir heute eigentlich im Markt wahrgenommen? Gehen wir davon aus, wir haben ein klares Bild davon, wie wir im Markt wahrgenommen werden und die Markenarchitektur ist sauber aufgestellt, dann geht es in die eigentliche Entwicklungsarbeit. Und die allererste Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist die Unternehmenspolitik. Unternehmenspolitik heißt Werte, heißt Vision, heißt Mission, heißt Strategie. Das sind oft Elemente, die finden wir vor in vielen Unternehmen. Und damit verbunden ist, wie wollen wir eigentlich unsere Werte, unsere Vision, unsere Mission, unsere Unternehmensstrategie auch nach außen transportieren. Warum? Eine eigene Stärke im Sinne von Innovation ist ja nicht im Kundennutzen. Also was hat der Kunde davon? Genau, das Thema Verantwortung ist ja erstmal nicht wirklich ein Kundennutzen. Was hat der Kunde von meiner Verantwortung? Also muss ich das, was ich unternehmensstrategisch mir als Werte eben auferlegt habe, auch erstmal sozusagen entsprechend in eine Positionierung übersetzen, in der ich im Markt agieren will. Und das kann man in verschiedenen Modellen machen. Wir nutzen dieses Zielmodell, wo man sagt, von wegen, was ist eigentlich der Markenkern? Also was ist der Kernnutzen, den wir dem Kunden wirklich erfüllen wollen, zum Kunden transportieren wollen, wieso stehen wir eigentlich jeden Tag auf im Sinne des Kunden? Was wollen wir schaffen? Das nächste wichtige Element im Rahmen der Positionierung sind mal die Felder zu definieren, wo man besonders gut sein will. Sie alle kennen von BMW die Markenpositionierung, da ist der Slogan im Endeffekt, der Claim auch gleich der Markenkern. Wir wollen, dass die Menschen Freude am Fahren erleben. Das ist der Kernnutzen. Das schaffen wir durch Effizienz, durch Dynamik, durch Sicherheit natürlich, durch Design, durch Qualität, ganz unterschiedliche Felder. Und dann gibt es noch Tonalitäten. Das ist die Frage, wie wir das Ganze, neben dem Was und Warum, wie wir das Ganze auch transportieren wollen. Wie treten wir eigentlich im Markt auf? Sind wir verlässlich? Sind wir empathisch und so weiter? Also typische Persönlichkeitsmerkmale. Das sind wichtige Elemente der Markenpositionierung. Und an dem Punkt hören die meisten Unternehmen auf. Und deswegen sitzen wir heute hier. Weil wir glauben, das ist diskussionswürdig. Zu sagen, so auf dieser generischen Ebene aufzuhören, die definitiv nicht differenzierend ist, ist ein Problem. Warum? Alles weitere, was passiert, die Kollegen in der Kommunikation, im Vertrieb, in der Produktentwicklung, haben im Endeffekt überhaupt keine Ausrichtung. Sie haben keine Leitplanken, wo sie sagen, ach, das verstehen wir eigentlich unter Qualität, das verstehen wir unter Verantwortung, unter Innovation und so weiter und so fort. Das heißt, ein ganz wichtiger Schritt ist es, das im nächsten Schritt erstmal konkret zu machen und zu sagen, was ist unser Verständnis unserer Positionierungseckpunkte? Denn wenn wir da besser sein wollen als die anderen Unternehmen im Markt, dann müssen wir auch klar definieren, was uns hier auszeichnet. Wie konkretisiert man das Ganze? Und Sie sehen, da sind immer Sachen auf rot markiert, indem ich einfach mal die Frage stelle, was will der Kunde eigentlich? Oder was hat der Kunde davon? Wir bieten gute Qualität. Was hat der Kunde davon? Funktional, lange Lebensdauer. Was hat der Kunde davon? Emotional. Entlastung. Am Schluss, wünschenswerter Zustand, Peace of Mind. Ich muss mir keine Sorgen machen. Und das durchzulettern, für jeden einzelnen Positionierungseckpunkt, ist nichts anderes als eine Argumentationskette. Und damit wird das Ganze, wie gesagt, sehr konkret. Aber auch dann ist es noch ein Papiertiger. Ich muss es konkret übersetzen dann. Übersetzen heißt, ich muss erstmal mit der Kommunikation natürlich anfangen. Warum? Die Kommunikateure setzen sich hin und machen daraus ein Briefing für die Agentur und konzipieren den nächsten Messeauftritt oder einen Online-Auftritt. Die erste Frage, die wir stellen in dem Briefing, ist immer, was will der Kunde? Was ist das zentrale Kundenbedürfnis? Dagegen stellen wir den Kunden Nutzen. Und dahinter steht im Endeffekt die Nutzenargumentation, also das, was unsere Stärken sind. Und dann kommen noch weitere wichtige Fragen. Welche Stories erzählen wir eigentlich? Weil wir alle verkaufen ja wahrscheinlich keine Produkte, nur Produkte. Und wir verkaufen ein Stück weit auch Geschichten, Erfolgsstories, Anwendungserlebnisse und so weiter und so fort. Es ist so wichtig, das dem Kunden auch näher zu bringen. Nicht nur im persönlichen Gespräch, auch in der übergreifenden Kommunikation. Und last but not least steckt noch eine ganz wichtige Frage in dieser Übersetzung auf der Kommunikationsebene, aber das gilt eigentlich für jeden Kontaktpunkt. Wie soll sich unser Kunde eigentlich fühlen, wenn er mit uns in Kontakt gekommen ist? Ist er dann souverän? Ist er entlastet? Fühlt er sich selbst als Champion? Also was ist das Gefühl, was wir eigentlich auslösen wollen? Und das ist eine ganz wichtige Frage, die wir in fast keinem Briefing finden. Und es ist völlig egal, ob wir von B2C oder B2B sprechen oder von Dienstleistung.
Das heißt, das Kundenbedürfnis steht immer und überall in diesem ganzen Prozess. Daneben steht immer die Analyse, die man im Endeffekt auch durchführt am Anfang. Das war das Thema Kommunikation. Also uns ist, glaube ich, allen bewusst, klar, Marke, Kommunikation, wichtig. In der Kommunikation versprechen Sie etwas. Da sagen Sie, wir sind qualitätsorientiert, wir sind kundenorientiert, wir sind verantwortungsvoll. Das heißt aber auch, und das sehen wir immer wieder, das, was draußen kommuniziert wird, muss bei den Kollegen bekannt sein. Und optimalerweise gibt es konkrete Verhaltensguidelines, wo man sagt, und so wollen wir uns tatsächlich entsprechend der Marke verhalten. Und das geht dann auch noch viel weiter in Bereiche rein, die gar nicht direkt die Wahrnehmung beeinflussen. Das fängt beim HR an. Wie soll ich denn begeisternde Produkte im Endeffekt, was ich in der Kommunikation verspreche, auch tatsächlich beim Kunden platzieren, wenn mein Vertrieb nicht begeistern kann, wenn die Menschen nicht begeistern können. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist auch tatsächlich das, was man sich hier definiert hat, zum Beispiel bei der Personalentwicklung, bei der Personalauswahl entsprechend auch ernst zu nehmen und Menschen zu suchen, die zu meiner Marke passen und die auch umsetzen können. Ganz wichtiger Punkt. Das heißt, Marke, Sie sehen schon ein, es geht viel tiefer als nur zu sagen, wir definieren etwas, wir machen eine gute Kommunikation, wir haben eine saubere Argumentation, es geht wirklich um eine konsequente Umsetzung in Kommunikation und Verhalten. Und dann geht es in die eigentliche Realisierung. Und Realisierung heißt, sich bewusst zu machen, was sind die wichtigsten Kontaktpunkte. Die Momente, wo tatsächlich im Endeffekt der Erfolg entschieden wird. Über einen Kauf bzw. über einen Nachkauf. Das ist ein kreativer Begriff, aber der das sehr gut auf den Punkt bringt, sich mal bewusst zu machen, wo sind wirklich die entscheidenden Momente. Der Testbericht zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Kaufentscheidungsmoment. Das persönliche Gespräch mit dem Fachberater am Point of Sale ist ein ganz wichtiger Kaufentscheidungsmoment. Das erste Produkterlebnis, wenn ich das Produkt in den Händen halte und mal die Funktionalität teste, ist ein ganz wichtiger Kaufentscheidungsmoment. Und dann, wenn vielleicht mal irgendwas nicht so optimal funktioniert oder ich eine Frage habe, der Anruf im Callcenter. Das ist ein ganz wichtiger Entscheidungsmoment, damit ich im Endeffekt auch eine Weiterempfehlung ausspreche. Und das sich bewusst zu machen, wo spielt Kommunikation und Verhalten eigentlich rein, was sind die wichtigsten Kontaktpunkte in meiner Customer Journey? Das ist ganz wichtig, weil Sie können nicht in allen Feldern die Besten sein. Genauso wie Sie nicht in allen Disziplinen hier oben in der Positionierung eben die Besten im Markt sein können. Das heißt, es geht um Fokussierung. Und das war mir wichtig, Ihnen nochmal näher zu bringen, also dass Marke, wie gesagt, nicht auf einer reinen Definitionsebene stehen bleiben sollte. Und dass Marke viel mehr ist als nur ein Kommunikationsvehikel, sondern dass Marke tatsächlich ein Kundenorientierungsprogramm für alle im Unternehmen ist.